Ja, also willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Beim letzten Mal sollten wir oder wollten wir der RuneScape-Gilde helfen. Jedoch, so wie es scheint, sind die ebenfalls mit Leviathan und Claw zusammenhängend und dementsprechend nicht unbedingt die Guten. Auf jeden Fall den Idioten, der uns die Kiste geklaut hat, der hat sich hier nach Wizened auf Kados begeben. Und laut Carol soll hier ein sehr starkes Monster auf uns warten. Und ich bin dann dementsprechend mal gespannt, was wohl hier auf uns zukommt. Logischerweise. Hier werden wir auf viele zufällige Kämpfe stoßen. Und wie immer, sollten wir gucken. Wir sind nämlich drei gleich neue. Mit 28. Ja, das sollte eigentlich alles noch in Ordnung gehen. Logischerweise. Vielleicht, dass ich das jetzt hier alles in einem Kampf machen möchte. Greife ich auch erstmal noch nicht an. Oh, sehr interessant hier zu sehen. Den Kollegen oben kennen wir. Und unten ist neu. Gut, und zu guter Letzt. Upsi. Ein Ticken zu schnell. Noch die Spinne? Ich hätte jetzt auf den ersten Blick Skorpion gesagt, aber das soll mir passend sein. Gut. Wir haben in dieser Höhle zwei Sachen, auf die wir achten müssen. Jedoch passiert eine Sache mehr oder weniger natürlich. Und die andere kommt erst zum Ende. So wie das zumindest beschrieben worden ist. Wir müssen uns also keine wirklichen Sorgen machen. So, wir haben ein großes Problem. Und zwar, wir wurden von Weak getroffen. Dementsprechend, ich werde mal ganz kurz ihr hier das aushelfen. In der Hoffnung, dass ich dann hier gleich geheilt werde, zumindest erstmal. Das soll es auch tun. Ha, doppelt Nurse. Ja, wichtig ist, viele Charaktere haben weiterhin die Möglichkeit, Skills zu erlernen. Da werden wir also vermutlich hier über diesen Teil so einige Sachen noch entgegengeworfen bekommen. Ja, da hat man gesehen, wir hatten nur noch die Hälfte an HP. Das kann dementsprechend sehr schnell nach hinten losgehen. So, irgendeiner von euch noch hier neu? Wirbel kennen wir. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, hey, vielleicht auf den Wirbel aufpassen, bevor er mich angreift. Genau als er das angesetzt hat, mich anzugreifen. Natürlich nicht zu vergessen, wir sind zwar meistens immer noch relativ stark, aber mit dem neuen Gebiet sind jetzt definitiv insgesamt stärkere Gegner aufgetaucht. Das heißt also, Kämpfe werden auch jetzt hier wieder so ein bisschen länger dauern. Sehr angenehm, aber trotzdem auch hier zu sehen, wie viele Gegenstände gedroppt werden. Heißt also, in meisten Fällen, abgesehen von dem Leveling, kann man eigentlich... Sieht aus, als wäre da irgendwie ein Gang oder ähnliches. Aber auf jeden Fall, in den meisten Fällen habe ich das Gefühl, dass man selbst ohne extra Sachen sammeln, die meisten Sachen herstellen kann. Klar, vielleicht nicht 100% alles, aber... Gerade wenn man hier sieht, vier Gegner, die haben sechs Gegenstände gedroppt. Und dabei hatten wir noch nicht mal irgendeinen Fatal Strike oder ähnliches eingesetzt, das ja das Ganze nochmal so ein bisschen buffen soll. The sign of victory. Yeah. Yay. Yeah, pretty good. Ah, eine Kiste. Da stand mehr oder weniger in dem Ding drin. Ja, okay, das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen Pech, denn ich hatte beim letzten Mal zum Anfang genau zwei von denen gekauft für die beiden Kollegen. Jetzt will ich natürlich ganz kurz, genau. Wenn wir schon gegen die kämpfen müssen, weil der ist definitiv genauso bereit wie der Weg, dann wollen wir natürlich auch hingehen und einen gewissen Vorteil genießen. Er hat mich einfach gegriffen. Hey, come on! Yay! Alright, how about a hug? I don't think so. Ja, okay, da haben wir auch mal den gesehen. Es gibt noch ein, zwei weitere von denen.
Und es gibt definitiv noch so ein paar Kombinationen von Charakteren, die man auch noch nicht miterlebt hat. Mich eingeschlossen. You don't scare me. Das ist eine der wirklich mit fiesesten, wenn du auf Gegner stößt, die ein bisschen wieder stärker sind und die sich alle auf einen konzentrieren. Weil wenn du Pech hast, wirst du einfach gestunlockt. Ja, der so halt 300 Schaden mit 2 Angriffen, das ist eine ordentliche Nummer. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich überlege, Raven rauszunehmen. Denn jedes Mal, wenn ich Raven beobachte, und ich rede jetzt nicht von dieser einen Cutscene beim letzten Mal im Kolosseum, aber ich habe das Gefühl, dass der mit seinen normalen Angriffen es nicht schafft, Gegner zu treffen. Und das macht es dann schon so ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, das ist nichts. Das ist einfach nur Zeug, das im... Oh boy. Okay, da ist die große Frage. Könnte man hier auf Gigantos treffen? Ich meine, das Spiel, der Guide, muss ich sagen, sagt hier nichts diesbezüglich voran. Ich denke, es ist nachvollziehbar, dass wir vielleicht nicht blind einfach in einen von denen reinrennen wollen. Okay, aber dann haben wir den hier schon mal. Spike Bow. Mal ganz kurz gucken. Und wenn wir ihn vielleicht jetzt hier gerade nicht aktiv haben. Ja, hier ist natürlich auch ganz wichtig, da habe ich mehrere von den gleichen Bögen hergestellt. Oh, das ist sogar wirklich ein stärkerer Bogen. Extend the range for bow and arrows. Raise physical defense when a heavy bow is equipped. Ich gehe mal davon aus, dass es in der Logik alle Heavy Bows sind. Also nicht unbedingt eine Logik dabei. So, hier. Okay, da geht's weiter. Ich meine, hier wäre in der Logik erstmal nur vielleicht ein oder zwei Gegner im Weg. Ja, und von dem Vieh habe ich natürlich Respekt, weil alle größeren Viecher bisher auch stark waren. So, gegen die Wirbels. Wie viel haben wir? Okay, 7000. Das ist... The hell was this? Also da hat er wirklich einfach nur so eine Attacke eingesetzt, wo er nach oben spinnt. Nicht mehr, nicht weniger. Aber die Beschreibung will ich mir vielleicht mal ganz kurz angucken. Und zwar, hier. Severing Fang kicks the enemy up in the air and strikes him as you spin? War das die Attacke? Das wäre ganz cool, wenn man wenigstens sagen würde, hey, das ist neu oder ähnliches. Ich meine, das ist das, aber ich weiß nicht, wie clever das wirklich ist. Ich meine, wir können es ja ganz gerne mal austauschen, Shining Fang für Severing Fang. Vielleicht ist das gar nicht dumm. Aber mal gucken, ob wir das bereuen. Hermit Drill. Also mir ist hier wirklich wichtig, dass wir den scannen. Du bist ein Ticken stärker. Mhm. Okay, dann müssen wir hier meines Erachtens auch sofort wieder sagen. Full Charge. Gibt es noch irgendwas anderes, auf was ich aufpassen müsste? Okay, interessant, dass er sich da einigelt. Ja, das ist definitiv der Skill, alles klar. Ich habe das Gefühl, dass der nicht clever ist für mich. Denn einfach zu sehen, wie der mehr oder weniger über den rüber hinweg springt oder einfach in die Höhe springt und nichts damit anfängt, würde ich lieber eine Attacke haben, wo ich das Gefühl habe, dass er den auch wirklich trifft. Wenn man hier sieht, der trifft den, der fliegt da nicht weg, egal. Wer von den beiden? Nice, das ist ganz, ganz dringend. Oh, okay. Um zu wissen, dass das Ding ernsthaft Schaden anrichtet.
Hier ist ganz wichtig wirklich, dass unsere Heilerin konstant ihre TP wieder auffrischen kann. Also sie oder ihr die Option zu geben, dass sie... Oh boy, okay, yep, yep, yep. Ihr solltet definitiv auch überlegen, vielleicht irgendwas, den Skill zu aktivieren. Holy shit. Okay, da durfte ich aber so überhaupt nichts mehr machen. Da wurde ich einfach von diesem einen Angriff getroffen und der zweite kam, bevor ich mich wieder befreien durfte. Erlebe mich mal bitte wieder, Wuff. Dankeschön. Okay, nochmal einen von denen. Wichtig. Ich würde trotzdem behaupten, dass man den nicht unterschätzen sollte. Das hoffe ich ja. Es ist wirklich schwer. In der Sekunde, in der er vor einem auftaucht, kommt man nicht an dem vorbei. Das war der dritte von denen. Oh boy. Okay, also nicht jeder von denen ist automatisch dann ein Schuss. Manchmal ist es einfach nur ein Schutz. Ja, nice. Okay, hier war mein Glück, dass ich einfach am Boden gerade war. Okay, das sollten wir haben. Nochmal eine Over damit. Meine Winnell meint es halt. Oh. Haha, nice. Let's go. Sehr schick. 10.000 XP. I'm not done yet. Oh, I feel so cool. That's nice. Das war sehr schick, vor allem, weil das nicht selbstverständlich war, dass wir den tatsächlich besiegen. Also mit anderen Worten, wenn wir optionale Bosse so besiegen, gehe ich aber mal davon aus... Okay, ich wollte jetzt ganz kurz warten, was dieser Skill genau tut. Obwohl man es bei dem Namen des Spells schon so ein bisschen erahnen kann. Interessant, der kann einen also diese Greifanimation bekommen, selbst wenn er am Anfang eigentlich gegriffen hat. Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen gucken, unsere TP wieder aufzufüllen. Auf jeden Fall wichtig ist, ich denke, gerade diese etwas stärkeren Minibosse sind ein sehr gutes Mittel, um herauszufinden, wo man in der Story steht. Aber weil die stärker sind als die meisten Story-Sachen. Natürlich cool, dass wir hier mehr oder weniger zwei Level-Ups bekommen haben. Macht also das für den Anfang oder die spätere Sachen angenehmer. Ich weiß nicht, was hier noch auf uns wartet, aber den Weg wollen wir trotzdem einschlagen. Let's go. So, was gewartet ich? Oh, einfach nur eine Kiste. Increases permanent... Physical Defense. Permanently by one. Da... würde ich natürlich ganz gerne wissen. Also, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Denn ich meine, selbst wo wir Level 1 waren, waren unsere Werte zwar kleiner, ist klar, aber halt... nicht auf einem Niveau, wo man sagen würde, oh ja, eins, jetzt habe ich meine Sache verdoppelt oder ähnliches. Oder ein Zehntel bekommen. Oh. Did you just hear something? Right here. Whoa! Wait, Patty? Ah, we meet again. You sure pop up in the weirdest of places. Still looking for Eifried's treasure? Aye, that I am. Hey, what kind of treasure is it anyway? Prepare to have your socks blown off. It's the Maristella. What is that? I'm not sure. Wow, even our walking encyclopedia hasn't heard of it.
of Eifried's treasures, the Maristella is the most precious. Well, has anyone found it yet? They're called treasures precisely because they're hard to find. You're a weirdo. Hey, I heard in Nordopolica that you're Eifried's granddaughter. Is that true? Whoa, little lady, that right. I wonder how the Don would react if he found out his sworn ally had a granddaughter. Now that you mention it, the Don and Eifried were friends since before the Union was formed, weren't they? But hey, you're lying, right? About being Eifried's granddaughter. I mean, you never said anything about that before. It's the truth, I think. You think? What do you mean? I mean, I'm speculating. Estelle's asking why you would claim someone's your grandfather based on just speculation. Oh, well, that's because I have amnesia. Amnesia? Yep. Then you don't know for sure whether you really are Eifried's granddaughter? There's no doubt it's true. I think. Ugh, come on! Make up your mind! Which is it? Because I don't know. I'm searching for the Maristella because I don't know. So basically, to get your memories back, you want to meet Eifried, a guy who might be your gramps. And to find him, you're looking for that Maristella treasure. That sound about right? Aye. Someday I'll meet my grandpa. But... on a more urgent subject, shouldn't we be going after the red box? Oh, right! Hey, why are you following us? I was planning on going this way anyway. Then why don't we travel together? I'd like that. This isn't like going shopping, you know. I know that. If something happens, I'll help out. Well, aren't you helpful? I had thought that amnesia was only in stories. It happens all the time. Get caught up in an explosion during a failed Blastia experiment, and there go all your memories. But losing all of your memories is pretty rare. It's a tragedy. That it is. Well, even if your past memories are gone, you can start creating new memories from now on. There's no need to be pessimistic. I see. That's a different point of view. I'll stuff my mind's album with memories of Yuri! Yuri and more Yuri! Just thinking of it makes me shiver. I hope there might be a little room for me in there. I think we can squeeze you into a corner somewhere. Und da ist sie wieder am Start. So, ich würde ganz gerne eine Sache gucken. Einfach, ob das, was wir ihr damals gegeben haben... Ja. Zugeben, ich wusste nicht, ob sie das jetzt wieder abgelegt hat in der Zwischenzeit. Aber zumindest ist es jetzt hier automatisch wieder angelegt worden. So, was ist Step Cancel F? Allows the delay after form change to be cancelled with Backstep. Genau, die Sache wollte ich mal in Überlegung bringen. Lass wir mal ganz kurz unsere Skills und Co-Sachen uns angucken, was wir jetzt gerade angelegt haben. Denn... perform B during a Backstep to perform a Jump Attack. Aha. Und zwar, die Sache ist wirklich ja die, dass mich es ein bisschen nervt, wenn gerade jemand wie ein Bossgegner in den Overlimit übergeht, dass wir da wirklich einfach nur weggeschleudert werden. Ich meine, es ist die Möglichkeit gegeben, wenn ich es denn finden würde. Able to cancel action with a backstep upon landing. Haben wir nicht die Möglichkeit, Backstep zu betreiben? Oder bin ich jetzt einfach blind? Step away. While sagging when hit during backstep. Wir haben Magic Guard, wir haben Critical Guard. Lass mal ganz kurz beim Wurf gucken, denn der müsste es ja eigentlich haben. Ja. Wir haben nicht die Möglichkeit, einen Backstep einzusetzen. Huh. Das überrascht mich jetzt. Ich habe alle meine Waffen aufgehoben. Wir haben einen Roll. Das überrascht mich wirklich so ein bisschen. Und ich hatte das in Erinnerung, als hätte der Charakter das gehabt. Aber man darf nicht vergessen, dass
obwohl die ganzen unterschiedlichen Tales-Spiele nicht im gleichen Universum stattfinden, sich viele Sachen doch so ein bisschen überlappen. Und, oh, wir müssen dann doch da unten hin. Und dementsprechend, es kann sein, dass ich das einfach mit einem anderen Charakter aus einem anderen Tales-Spiel verwechsel, der vielleicht das von Anfang an konnte oder ähnliches. So, ich bin mir leider nicht so ganz sicher, wer von den Gegnern, die wir hier bisher angetroffen hatten, uns diesen Weak-Status verpasst hatten. Heißt also, wir müssen da vielleicht so noch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, es sind hier wirklich diese Bats. Dass die vielleicht mit ihren Ultraschall, was auch immer, Attacken da bekommen. Wir wissen auf jeden Fall, es ist nicht diese die Sache, die die Spinnen da verschießen. I'm just getting started. Okay, an dem kommen wir vermutlich auch nicht so einfach vorbei. Oder doch? Cool. Da war noch irgendwas anderes. War Harpoon, a legendary weapon. Nice. Monsieur Blue Jam greatly increases water resistance. Das riecht so danach als... Okay, jetzt müssen wir leider ihn angehen. Könnte ich eigentlich dir noch die andere Waffe anlegen im Kampf? Hatte ich auch gar nicht mal uncool. So ein bisschen stärker, aber Agility geht dabei extremst in den Keller. Legendary Hunter used this to hunt down a gigantic sea monster. Adds one more hit to an aerial combo. Occasionally recover TP when knocked to the ground. Und increases damage, wenn man den Gegner angreift, während er versucht anzugreifen. So, jetzt will ich ganz kurz wissen, denn hier war Open. Mhm. So, für Patty eine Waffe. Ist das das sonst gewesen? Scheint so. Uns leiten einen Speicherpunkt, der ist mir mit am wichtigsten. Bevor hier irgendwas schief geht. Denn wir sind bisher immer noch in der Gefahr, falls was schief geht, unseren Bosskampf zu verlieren. Avengers Grow, das glaube ich, habe ich jetzt doppelt bekommen. Mhm, ich habe es gerade hier angelegt. Doof, aber für Patty einfach mal ganz kurz die Waffe anlegen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Außer hast du... Okay, wir geben ihr logischerweise noch nicht die neue Waffe, weil der noch Skills hat. What is that? Air? This is just like a cave mock. Is there an air crane here too? What do we do? Charge right in. I don't think so. Judith is right. Touching air that thick is dangerous. I can't believe that something like that would save me. Wait. Ah! It looks like we'll have to keep our distance. What's this? She's shaking. Is that the monster you were talking about, Carol? No! I've never seen a monster like that before! No, Patty, don't! Whoa! It ate the air? This is not good. Hey, I can move. You're not getting away again. Rita, be careful! Don't worry, it's not harmful at its current density. What the hell just happened?
The monster we just saw somehow normalized the air crane that was out of control. But that would mean that it can control the air. Could it be the same thing that guy did with his sword back in Cave Mach? Can we pass through it? Rita! Right. It should be okay. All right! Charge! Patty, please be careful. What's the matter? I have to figure this out. I mean, this is what I'm traveling for. Come on, Rita. I know. We have to follow him, but I just... That air cranny isn't exactly going anywhere, is it? Of course not, you idiot. Oh, I see what you mean. Okay, let's go. All right. Carol, are you okay? Yeah. Peachy. No, really, I'm fine. That monster's power. Was that the Rizomata Formula 2? Monster that consumes air? Just what was that creature? It did seem different from other monsters somehow. Yeah, that's for sure. It also looked like it was staring at us. Maybe it was wondering which of us to eat first. It looked into my eyes for quite a long time, actually. How nice for you. He must have thought you looked the tastiest. I don't think I'd call that nice. Interessant. Mehr Monster, die scheinbar sehr, sehr stark sind. Ansonsten, falls man das noch nicht so wirklich mitbekommen hat, wenn die Gegner angeblich schwächer sind, dann heben das die Charaktere am Anfang des Kampfes hervor. Und ich meine, dass am Anfang, als wir hier reingekommen sind, das noch nicht zu den Gegnern gesagt worden ist. Ha, der schießt an mir vorbei. Warum castest du weiter? Ach so, auf Repeat wurde irgendwas gecastet. Irgendwas wurde dafür ihn limitiert. Let's go. Ich will eigentlich für jetzt es nur zu dem Speicherpunkt schaffen. Wunderbar, weil das also ein Giganto war, so haben wir den jetzt sicher verstaut. Well. Ich will eigentlich nur zu der Kiste hin, die ich aus der Entfernung schon erspähen konnte. Aui. Nice. Oh, da hat sie schon mal so ein bisschen Schaden gefressen. Ja, also das ist natürlich hier so ein bisschen schwerer. The cry of victory. Repeat. Na hier, diese Interaktion finde ich persönlich ganz lustig. I never would have guessed there would be an air crane in the Wizen of Kados. Me neither. I guess nobody passing through ever noticed it. It must not have been putting out enough air until now for anyone to feel the effects. Sounds right. It sure picked the perfect time to start going crazy. That was a serious pain. Well, I was able to log a new discovery, so it worked out in the end. Yeah, so glad you enjoyed yourself. So, someone has one of those air crane you found? Rita, you explain. I'm all ears. I've been participating in the conversation, right? Ja, interessant, dass das schon wieder passiert ist, als wir genau da gerade zufällig waren. Spine Ripper. Is hot used by assassins to assault targets from behind. Only the tip is sharpened so that it can be hidden under clothing. Ah? I don't know. Weiß nicht, wo da die Logik genau ist, aber ich will ganz kurz gucken. Mehr Leute können das sagen. Recover every time a fatal strike hits an enemy. Also da könnte man natürlich dann definitiv den Punkt anbringen, dass jeder die Fatal Strikes einsetzen soll. Ja, also das wird eine Waffe sein, die ich... Oh, wir sind mit dem Damaskus Sword sogar fertig. Great, dann will ich natürlich hier schnell gucken, was fehlt uns... Der Spine Ripper, wir haben aber noch die Ogre-Axt.
da würde ich ganz gern das Ganze noch weitermachen. Wirklich wichtig anzumerken ist, es gibt viele Gegenstände, wo es heißt Ogre Axe, wenn man die dann auf plus 1 upgradet, das ist der Fall, dass die zum Beispiel Items Raw behalten und die beiden zum Beispiel dazu bekommen. Ich habe aber auch definitiv schon Gegenstände gesehen, wo die dann wirklich komplett neue Sachen bekommen. Also einfach nur blind das so weiterzumachen ist nicht empfehlenswert. So, jetzt will ich natürlich so ein bisschen gucken, denn es gibt nämlich da oben den Weg entlang. Warum auch immer ich unter dem durchschießen konnte. Nehmt diesen Weg, der unten entlang herumgeht. Ja, was so ein bisschen unklar ist. Ja, hier, jetzt gehen alle drei gerade auf mich los und dann wird es auf einmal schon einen Ticken schwerer. Ernsthaft was zu machen. Repeat. Your tail? Ich hoffe, da gibt es später noch einen weiteren Teil, wo sie dann wirklich auf den einklatscht. Was ist das hier hinten dann alles? Okay, wieder eine neue Waffe für Wuff Wuff. What's with you, Carol? You've been nervous for a while now. Come on, we'll lose Regae if we don't hurry up. But there might be dangerous monsters in there. What are you talking about? We can't just take this sitting down. We can't let him have that box, Carol. I'm just a little tiny, eensy-weensy bit curious as to why he took that box. So let's find out. I don't know if you all are brave or crazy. I guess I'm outvoted. Oh, I've had enough of this. I'll blast away Regae and the monsters. Let's go. Ja, Carol, ich denke, man kann verstehen, warum ich nicht so sonderlich angetan bin von ihm. Denn wir sind jetzt halt jetzt schon 26 Stunden in diesem Spiel. Haben vielen Monstern ganz speziell auf die Nase gehauen. Und dann jetzt bis ihn heute da rumheulen zu hören, ist ein wenig nervig. Snow Paralyze Powder. Immer her damit. Ansonsten, die haben definitiv hier auch so einen Move, wo sie irgendwie Gegner paralysieren können. Ich meine zumindest mal Judy damit irgendwie getroffen worden zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie ernsthaft sofort Statusveränderungen zufügt. Das geht also dementsprechend noch zu einem gewissen Grad. Ich kann mir die immer wieder angucken. Ein paar von denen definitiv weniger so, aber gerade dieses Einklatschen, wo gerade mittlerweile mehr Leute mitmachen. Also hier zum Beispiel, ich finde das System mit den Skills sehr, sehr cool. Muss aber dann wiederum zugeben, dass alle Gegenstände, die wiederum keine im Angebot haben, sehr, sehr uninteressant sind. So, ich gehe ganz kurz nochmal hin und speichere. War zwar nicht dringend notwendig, aber dadurch, dass wir hier jetzt so doch ein paar Sachen eingesammelt hatten, bevor was passiert, nicht das dann nochmal machen muss. Sonst ist ebenfalls so eine Sache, die im Kampf weniger auffällt. Aber jedes Mal, wenn man wirklich angreift, verändern sich die Porträts. Und das ist dementsprechend relativ lustig, wenn man auch getroffen wird. Also so Kleinigkeiten, die ich persönlich sehr cool finde, auch wenn man wirklich nicht darauf achtet. Aber wenn man mal die Chance wirklich hat, sei es im Video, ihr als Zuschauer oder ich im Nachhinein, ist sehr, sehr lustig zu sehen, wie die Leute immer dann mit offenem Mund da stehen. Gerade wenn man mehrere Angriffe hintereinander einsetzen kann. I got no time to think. Just beat him senseless and you'll win. Okay, Carol hat kurz was gelernt, dementsprechend ich will auch da nochmal ganz kurz die Sicherheit haben. Ich weiß, es ist nervig, aber es hilft. Es hilft immens, da gut mit dabei zu sein. So, du bist noch ein bisschen damit beschäftigt. Das war fertig, also ganz kurz. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, ob die Waffen in irgendeiner Reihenfolge angeordnet werden. Du hattest nichts. Und da sind wir dabei. Also die stärkste Waffe irgendwie weiter unten sich befindet oder ähnliches. Oh. Und damit habe ich den 99. Save State erreicht.
But how did you... Good work, Rapide. Looks like our little game of tag is over, Reggae. No. I'll have to show you my really real power. No way! So that's what's been going on. What does this mean? Was he disguising himself as Reggae? I don't think we have time to worry about the particulars right now. Oh me, oh my. How terribly frightening. I don't know what I'd do if I were to end up like poor Rago. What do you mean? What happened to him? Anze found his body face down in a riverbed back in Dongrest. I just couldn't bear it if I ended up like that, you know. Rago is... dead? But why? Afraid that's not for me to say. My lips are zipped up tight for sure. Oh, not that way! Jaeger! Ta-da! The reinforcements have arrived! Gosh, Drott, the rest I leave up to you. As you wish. Aye, aye, sir! He's getting away! Not on my watch. I'll see you in the funny papers, Liebchen. Das ist ein deutscher Vampir. Meine, nicht dadurch, dass es hier das Vieh verwandelt hat. Okay, 66.000. Ich erwarte mal, dass das jetzt hier so ein bisschen angenehmer laufen wird als der Kampf davor. Nope, no splitting. Also die Kamera ist extrem weit draußen. Ansonsten. Nope, ganz kurz hier. Change strategy, full charge. Ja. Ah, das Ding fliegt nach oben. Ganz leicht. Ha, es hat während einem Fatal Strike sein Overlimit aktiviert. Wow, 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 okay. Achtung. Wow. Judas hat gerade uns angegriffen. Okay, jetzt habe ich ja keinen Azure Edge mehr. Oh, great. Okay, Doggy, machen wir das kurz so frei. Ich weiß, es könnte jetzt passieren, dass auch sie anfängt zu casten. Ja, das ist jetzt hier besser gewesen. Okay, das Vieh ist so gut wie tot, also ist nicht. Ah, es hat sich wirklich mal aufgeteilt. Was ist nervig ist, dass ich nicht an den Kollegen rankomme. Oh, Achtung, jetzt hat er jemanden, die auch casten können. Oh boy. Eine Frage ist, ob man jetzt angehen sollte, auch die zu scannen. Ich bin mal ganz kurz so frei. Ich ignoriere das mal ein kleines bisschen. So, Leaderbat. Gibt es hier irgendwas, wenn wir davon den jetzt treffen würden? Au, 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 au.
Moment. Hast du gerade einen der Fledermäuse resurrected? In deiner Verwirrung. No, 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 no. Der Kampf ist gerade wirklich anstrengend. Gerade vor allem, weil ich es nicht schaffe, auf den Rand zu kommen. Oh boy. Okay, ich muss jetzt hier gerade eben mal so ein bisschen den Arsch retten. Weißt du was? Ich werde jetzt sogar anfangen. Oh, Scanning ist nicht mehr viel. Wenn wir grob wissen, wo die von ihrer AP sitzen. Ich frage mich, ob der restliche Kampf jetzt so verlaufen wird. Ich habe immer mal Leaderbett. Okay, der ist eigentlich auch so gut wie platt. Oh, das war sogar die Secret Mission. Nope, du hörst damit auf. Kommst du her? Ja, so Hunti hat so ein kleines bisschen, glaube ich, Problem mit der Höhe. Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn einer von denen am Casten ist oder allgemein höher ist, dass die einfach nur noch zugucken kann. Also dieser Kampf wirkte jetzt hier so ein bisschen merkwürdig. Der Anfang war in Ordnung, weil es sich wirklich wie ein Bosskampf angefühlt hat. Das hier hingegen weniger so. Okay, und zu guter Letzt. Secret Mission complete. Yes, hooray. Yeah, I feel good. We need no succor from our enemies. You're not gonna make fools of us! But with those injuries... Let us withdraw. Bye-bye for now! Man, this stinks. Where'd this smoke come from? They're throwing our canine friend here off the scent. As long as we put up with the smell, we'll be fine. But I can't stand that smell. We're going after them. Ah, noch nicht ganz. Wir wollen vorher Simple Tent, alles klar. Sonst hier noch irgendwas außer zusammengebrochenes Zeug? Kann man nochmal zurückgehen und speichern? Yes, nice. Denn das Wichtige ist, es gibt hier wieder eine Sache, die man noch machen kann. Das heißt, wir müssen jetzt hier leider ganz kurz nochmal so zurückgehen. Ich denke, wer so ein bisschen aufgepasst hat in der Story, könnte sich vielleicht schon denken, was jetzt hier passiert. Denn es ist in der Vergangenheit schon mal passiert. Ansonsten eine kleine Sache, die ich ganz lustig finde. Und richtig auch, muss man sagen. Dass als die Mädels den Smokescreen gesetzt haben, dass man wirklich im Hintergrund sehen konnte, wie sie da weggelaufen sind. Dass nicht einfach nur so war, oh, die sind jetzt in nichts verschwunden. Ich hoffe, jetzt warten hier nicht zu viele Gegner auf uns. Schauen wir doch. Don't get sloppy. Meine soll uns helfen, neue Skills zu lernen und XP zu bekommen und Items. Da wollen wir uns nachher vielleicht auch nochmal ganz kurz angucken. Wir haben nämlich den Rebirth Ring bekommen. Ich meine, man kann entweder einen Rebirth Ring oder einen Rebirth Seal bekommen. Im Shop. Das ist relativ kostenspielig war. Und dementsprechend vielleicht hier was zu bekommen, was normalerweise viel kostet,
If you're lucky, this might resurrect you from KO during battle. One can still hope for a miracle. Okay, also da ist eine gewisse Chance dabei, nur. Nicht hundertprozentig ideal. Aber das Wichtige ist, denke ich, bei solchen Gegenständen, dass die nicht nur ein Einmalgegenstand sind. Denn das führt nur dazu, dass Leute diesen Einmalgegenstand niemals einsetzen. Und dann realisieren, dass sie was hatten, während sie dann den Endgegner besiegen. Oder besiegt haben, oder? Maui. Weiß nicht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, irgendwie durch schnelleres Tastendrücken sich dadurch wieder zu befreien. Aber was zu selten dafür passiert. Hat er gerade einfach nur seine Muskeln gezeigt? Kleine Muskelpose? Und zwar, wir wollen zurück zu der Air Cranny. Hieß es. This will make good practice. Don't get careless. Oh, vielleicht sollte ich ganz kurz auch nochmal lesen. Ach so. Die Worte, die genutzt werden, sind afterwards enter back. Das könnte also sein, dass wir hier erst raus müssen. Okay. Falls das wirklich jetzt hier der Fall sein sollte, dann werde ich euch logischerweise den zweiten Rückweg ersparen. Jupp, 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 jupp. Na, hätte ich mich jetzt ganz kurz zurückhalten müssen. Damit sie ihren doofen Spell dann noch durchbekommt. Ah, eine weak bottle. Oh, das tut für ihn nichts. Was ist das? Eine Seal Bottle oder ähnliches? Sealed Arts and Sealed Skills. Oh, interessant. Okay, also der Kollege ist leider aktuell nicht hier. Also wir werden ganz kurz komplett hier rausgehen dürfen, dann hier wieder rein. Und wie angekündigt. Einmal hier das zu machen, okay, weil wir müssen jetzt hier gleich auch wieder gegen die... Nein, interessanterweise, da muss man nicht kämpfen, weil das nämlich kein Hard Change war. Hm, interessant. Na, hier war mir aber nur wichtig, ganz kurz die Heilung mitzunehmen, nicht das Speichern selbst. Wir sind noch nicht ganz draußen, aber wie man sieht, da wartet die Wüste auf uns. What is with this heat? We've passed through the caverns and come out on the other side of the mountains. So you mean those are the sands of Kagor? Whoa. You made it all the way there? The sands of Kagor. Pharaoh's here. I'm going on to meet Pharaoh. Wait! We can't just let you go alone. I mean, our job right now is to protect you. Well, we did get the stolen box back, right? Yeah, I guess we can't just keep chasing him around. All right, we'll take care of him next time. Hold on. Are you seriously going? Do you know what you're saying? This is a desert. It's hot. People die here, get it? I'm ready for it. I think. The desert is divided into three regions. Huh? The foothills to the west, the center where it's hottest, and the massive peaks to the east. Hey, hold on! There's a town between the end of the western foothills and the central area. Where did you hear that? I went there with a friend once. It's a nice town built up around an oasis. We'll hold off on any major decisions until we get there, then. Sounds good to me. Old Raven wouldn't be able to think straight till he cools off. What are you gonna do, Patty? What's that treasure you're searching for? Maristella, was it? Well, I can't guarantee you'll find any clues in that town, though. Don't worry. As long as there are people, I'm sure there'll be clues. Well, there are people living there. Then I'll be joining you. Rita. I know. We'll make that our first destination. I'm still trying to get my head around the fact that Regae was Jaeger's alter ego. This spells out the connection between Ruins Gate and Leviathan's Claw pretty clearly.
and that Jaeger was the boss of both guilds. Isn't it kind of early to say that for sure? It is possible that the Regae we met was just Jaeger putting on a show. Maybe the real Regae's off in some ruin someplace, just digging away, happy as a clam. We're gonna have a hell of a time if it's really that complicated. I don't know. Maybe I'm just puzzling over it a little too hard. We'll have to keep at it until we get to the bottom of this mess. Ja, ich würde nämlich auch schon sagen, vielleicht ist er wirklich gar nicht, der ist ihm bewusst oder er ist gekidnappt worden, irgend sowas. Okay, damit sind wir auf der anderen Seite rausgekommen. Eine Wüste, aber hey, allzu weit müssten wir gar nicht gehen. Aber vorher, wie gesagt, wir wollen ganz kurz nochmal rein. It's him. If you're here for the Erkrenne, the monster already got it under control. I heard. Heard? From who? But Regae, Jaeger, was the only other person here then. Wait, then you and Jaeger are... I thought I told you. Stay away from the Erkrenne. Sorry about that. We just totally stumbled on this one by accident. Honest. Then you will leave immediately. Do not return again. Hold on a second. Okay, what is with his attitude? We're already here, so we can just leave after you've examined it. You're kidding, right? Aren't there plenty of other things we should be doing instead? Well, we do, but... We all do. Estelle. All right then, let's go. Rita, you too. Okay, wunderbar. Ich weiß zwar nicht, warum die in der Cutscene in die andere Richtung gegangen sind, denn wir wollen definitiv hier in die Wüste gehen. Aber was hier in der Oasis auf uns wartet, werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.